Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Oh ja, Multiplayer wieder am Start und so. Ja, Road to Commander ist ja vorbei. Jetzt kümmern wir uns wieder um den normalen Multiplayer. Ich habe ja auch gesagt, dass ich einen Road to Diamond mache. Werde ich auch vielleicht machen, also keine Sorge. Aber auch nur, wenn die Waffentarnungen auch zurückgesetzt werden. Ich kann es jetzt gerade nicht nachgucken, erst ab Level 5. Was sie vielleicht noch in diesem Part erreichen werden, wer weiß. Mal gucken. Könnte gut möglich sein, wenn wir ein paar Noobies als Gegner kriegen, sage ich mal, ne? Denk, man steigt ja eigentlich recht schnell von Level 1 bis Level 10 irgendwie oder so. Und ja, wie gesagt, wenn die Waffentarnungen zurückgesetzt werden, was ich nicht glaube, dann werde ich einen Road to Diamond anfangen. Wegen das ist bisschen blöd, wegen die MP7 habe ich ja schon recht gut hochgelevelt und alles und das ist, ne. Also wenn schon, will ich, dass alle MPs halt Level 1 sind, also Anfangslevel, keine Tarnung, keine Aufsätze, gar nichts haben. Obwohl, die Aufsätze sind mir scheißegal, Hauptsache die Tarnungen sind alle Standard halt. Wisst ihr, was ich meine? Wegen, wie man auch schon hört, ich werde denn die MPs auf Diamond machen, oder Diamant halt. Wegen, ja, die MPs machen mir halt am meisten Spaß und deswegen werde ich auch, meine lieben Freunde, in diesem Part Sturmgewehrwaffen benutzen. Auf jeden Fall. Beziehungsweise so lange halt bis Level 5, ne? Wegen MPs. Wegen, wenn ich wirklich das ja irgendwie zurückgesetzt wurde oder so. Keine Ahnung. Dann levele ich ja rein theoretischerweise die MP jetzt gerade. Aber jetzt levele ich ja jetzt gerade so die Sturmgewehrwaffe. Aber ich glaube wirklich nicht, dass die Tarnungen zurückgesetzt wurden, was ich ein bisschen schade finde. Okay, früher bei MW3-Zeiten oder so habe ich mich immer ein bisschen aufgeregt, sag ich mal, dass die Aufsätze zurückgesetzt wurden und alles Mögliche. Und jetzt finde ich es blöd, dass es zurückgesetzt wird. Ist natürlich sehr toll. Ich weiß auch nicht, was ich will. Okay. Nebenbei gefragt, wo sind die Gegner? Ist ein bisschen auch scheiße, dass ich jetzt hier eine M27 am Start habe. Okay, die ist präzise, wie weiß ich nicht was. Aber der Schaden ist nicht da, irgendwie. Jedenfalls finde ich das. Wir haben die Kontrolle übernommen. Ich finde, die macht nicht so wirklich viel Schaden. Also mit der komme ich überhaupt nicht klar. Ich habe, glaube ich, auch noch nie eine gute Runde mit der gerissen. Was haben wir da? Oh, ein Raketenwerfer. Boah, ich dachte schon, das wären Gegner. Aber wo, apropos Gegner, wo sind die denn? Was? Mensch. Lade nach, Moment. Ich bin witzig. Ich schieß einfach mal. Oh, der sieht rotzig erschrocken. Oh! Waffe leer. Ja, du mich auch, Kollege. Du mich auch. Wer bist du? Wer bist du? Ich muss ein bisschen nerven. Ja, bist du schön. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Geht mir vor. Du bist ein ganz süßer. Ja, in die Fresse. Erster Kill, Baby. Bestätigt. Zweiter Kill. Eigentlich total der Noob-Kill von mir gerade eben gewesen. Also wenn der keine Granate in die Hand hätte, dann hätte er mich locker eigentlich killen können. Aber naja, obwohl, die Waffe ist eigentlich recht gut vom Schaden her, muss man ja mal sagen. Hätte ich gar nicht so gedacht. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, man muss ja auch gut mit der Waffe umgehen können und das kann ich halt manchmal nicht so sehr. Naja, deswegen habe ich halt nicht so gute Erfahrungen damit. Ist natürlich logisch. Ja, toll. Was willst du machen mit der 94? Da, ne? Da machst du nix. Ich bin eh nicht so wirklich der Sturmgewehr-Typ, sag ich mal, in Black Ops 2. In den ganzen anderen CODs habe ich die Sturmgewehre-Waffen geliebt. Auch in Battlefield und alles, aber in Black Ops 2, ne? Apropos AN94, meine lieben Leute. Da hätten wir doch eine. Oh, die hat auch noch gut Munition. Jetzt ist bloß die Frage, von wo denn die Gegner kommen? Von wo kommen sie denn? Wie schaut's denn hier so aus? Zeig mal an hier. Ja, den Dildo-Dingens werfe ich zum ersten Mal, Leute. Ohne Spaß, den habe ich noch nie geworfen. Weil ich den die ganze Zeit nicht dabei hatte, irgendwie. Ich weiß nicht, den brauche ich ehrlich gesagt nicht. Wo sind sie denn? Sag mal. Ich laufe hier schon wieder einfach ohne Sinn durch die Gegend. Nach Gegner, aber ich finde hier nichts.
Ich finde hier einfach gar nichts an Gegner. Jetzt habe ich einen Gegner. Und ich wurde befördert. Yay, Level 2! Yeah! Hammergeil, Junge! Boah, bin ich gut. Level 2. Hier, kriegst du eine Granate in die Fresse, Kollege. Oh yeah, ein Assi. Das muss mir mal jemand nachmachen. Truppen haben die Ausrüstung zerstört. Alter. Verbündete Drohnen nähert sich. Ah, von hinten. Ein Assi. Ja, immer gut, immer gut. Hauptsache. Abschuss verwehrt. Hier ist irgendwas. Wow. Arschretten am Start und so. Ey, die retten mir ja alle den Arsch, ey. Wie schaut's hier aus? Ah, alles sauber. Der ist auch da immer oben, ey. Die haben schon zweimal darunter geholt, obwohl ich weiß nicht, ob das der gleiche war, aber könnte gut sein. Immer schön die gleiche Taktik immer. Das ist natürlich ein bisschen fail, wenn ich den Typ nicht treffe, aber jetzt, da habe ich ihn. Die alte Sau. Oh, ich liebe die einen, ehrlich gesagt. Die ist echt... Danke. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ah, naja, was soll's. Wayne. Ja, danke. Jeffro, du alte Kacksau, du. 6-2. Ja. Ist eigentlich schon ein recht gutes Stat. Aber ich krieg die noch versaut. Keine Sorge. Ich versau die noch alle Tier. Boah. Meine Fresse. Also da hatte ich schon mal echt Schwein gehabt. Ich meine, MSMC hatte der. Oh, und dann war er nicht in Scope und so. Oh. Der hätte mich eigentlich locker wegholen können. Der nächste. Sauber. Auch nochmal, jawohl. Und auch eine Drohne hier. Erreicht. Mach ich halt den hier. Wenn du es auf die harte Tour haben willst, du kleine Sau. Geh einfach mal so einen Elektroschock und dann siehst du alt aus. Kollege. Okay, jetzt wieder da hinten. Ich weiß, war ein bisschen Newbie, aber scheiß drauf. Ich darf auch mal sowas abziehen. Mach ich sonst auch nie. So, bäh. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Oh, die kommen doch bestimmt hier gleich nach oben gelatscht. Dachte ich mir, aber der hatte irgendwie so eine Rüssi an oder so. Na? Na, der kommt doch nicht von da. Ich hätte gedacht, dass der jetzt den anderen... Nee, okay. Dann eben so. Der geht doch hier lang. Guck mal hier, ein Blitzschlag. Hätte ich gar nicht gedacht, ey. Dass wir hier so einen Blitzschlag erreichen. Mit dem hier kommt bloß gleich einer. Oder von da halt. Auch gut. Hier mal eine Granate. Ganz ehrlich, das ist gemein. Ich meine, da trifft er mich nur als Einziger. Hauptsache den Sio. Hauptsache den Sio, ne? Ja. Ah, alte Sau. Natürlich hätte er einen Dreier gemacht, aber die anderen hat er nicht mitgenommen. Hauptsache mich. So muss das sein. Meine Fresse. Mann, oh Mann, oh Mann. Bin ich gar nicht so cool. Alter. Warum schieße ich denn nicht einfach? Oh, 13-4, aber immer noch recht gut, ne? Alter, sag mal, wurde die hochgepatcht? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Vom Schaden her? Ich kann mich nicht erinnern, dass die wirklich so gut reinhaut. Okay, es könnte natürlich auch sein, dass der nicht mehr so viel Leben übrig hatte. Na? Du hast ja aber Zeit gelassen. Ach, da kommt ja gleich der Typ raus, ne? Oh ja. Ich bin weg. Na du! Nicht hier rumcampen! Ich dachte schon, es wäre ein Gegner, Alter. Ich dachte schon, jetzt ist vorbei. Aber ne. Läuft noch, läuft noch. Oh, ich dachte schon, der geht jetzt da rein. Na, was willst du? Jeffro, hä? Moment mal. Achso, ne, Elbottom ist das. Ich wollte schon sagen, Jeffro war doch im Gegnerteam. Wie konnte er switchen? WTF! Granate fliegt! Oh, die sind da irgendwo da vorne. Ja, nochmal. Gut gegangen. Abschuss bestätigt. Bin leer geschossen. Ich hasse die Sekundärwaffe, ne? Von dieser Klasse.
Ich meine, für was brauche ich so einen verkackten Raketenwerfer? Ja, ich weiß, für Helis und so, aber das mache ich nie. Lass mich in Ruhe, ich will keinen Raketenwerfer. Oh. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ah, 17-4, ey. Immerhin noch frisch. In Ordnung alles. Gefällt mir, wie das so ist jetzt. Ah, noch einen Assi gekriegt. Immerhin. Ah, ich glaube, die spawnen jetzt so von hinten irgendwie. Von hinten, diese Anhaltritter. Auf jeden Fall spawnen die hinten. Wo spawnen die denn jetzt so? Da vorne oder was? Sind sie gespawnt? Hä? Ich kapiere das jetzt gar nicht. Weiterkämpfen. Wir liegen vorn. Ich habe jetzt absolut keinen Plan. Ich weiß nur, dass da so ein scheiß Panzer, Mini-Panzer ist. Oh, was war denn das für eine Aktion? Habe ich die überhaupt gesehen auf dem Radar? Beziehungsweise wurde die überhaupt angezeigt? Mit der Drohne? Dann ja, dann habe ich die überhaupt nicht auf den Radar geguckt. Wie schaut's aus? Level 4 schon? Also könnte gut sein, dass wir noch hier Level... Gib's mir! Level 5 erreichen. Wäre natürlich sehr, sehr geil. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Feindliche Drohne nähert sich. Wo ist denn der Typ? Ah, schon beide down. Schade. Ich hätte die locker beide wegficken können, aber naja. Ne? Der war schon down. Auf jeden Fall 19-5. Hammergeil, Junge. 11 Minuten schon am Aufnehmen. Gleich die 12 Minuten erreicht. Ja, passt alles. Ah, er hat letzten Kill gemacht hier. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier nachgucken, ob wir die MPs irgendwie zurücksetzen können. Von der Tarnung her und alles Mögliche. Ich bin gespannt. Wenn nicht, dann würde ich sagen, machen wir weiter einfach wie gehabt mit den Multiplayer-Parts. Denn das ist halt auch ein bisschen blöd, wie ich finde. So, Klasseneditor. Also, ich hätte jetzt so zum Beispiel die MP. Wie schaut's aus mit den Tarnungen? Ja, da sind sie halt alle, ne? Und die kann man nicht irgendwie zurücksetzen. Tab Messer personalisieren. Dauer auf das Freischaltobjekt. Man kann doch bestimmt... Bin ich auch in der Lobby? Nein. Man kann doch bestimmt irgendwie Prestige damit gehen. Aber das bringt mir ja auch nichts eigentlich. Deswegen jetzt habe ich vielleicht... Ah, die Tarnungen sind immer noch da. Ja, okay, Leute. Ja, sorry, aber... Das ist halt auch ein bisschen blöd, wenn ich jetzt hier... Guck mal hier. Ich meine, die MP7 habe ich ja schon fast gut freigeschaltet. Deswegen, man muss alle MPs halt auf Gold haben, damit man die Diamant-Tarnung kriegt. Oder ich mache es so, dass ich halt irgendeine Waffe, die ich noch nie benutzt habe, auf Gold bringe. Aber das ist dann auch wieder blöd, wegen ich habe ja eigentlich schon alle, die ich so gesehen mag, schon oft gespielt halt. Ja, okay. Aber das lohnt sich nicht, ne? Wenn schon, will ich das komplett haben. Kann man das wirklich nicht irgendwie zurücksetzen? Dass man sagt, ich will das alles zurücksetzen von der Tarnung her. Das ist ein bisschen blöd. Ah. Das ist schade. Naja. Leute. Schade, 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 aber so ist das halt. Machen wir halt keinen Road to Diamond. Aber ist ja auch egal. Ich meine, ob wir jetzt weiter mit Multiplayer-Parts machen oder ob wir einen Road to Diamond machen, ist doch eigentlich scheißegal. Hauptsache, es gibt noch schön Call of Duty Black Ops 2 hier in die Fresse. Ich würde sagen, ab hier werde ich mich erstmal verabschieden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Bis dahin verabschiede ich mich mit einem Schakalaka-Motherfucker. Bye!